Danke, Kaya. Wir sind zurück. Juhu. Dein armer tägliche Geschenke. Juhu! Bezwinger- und Fertigkeiten-Bonus. Das ist ja cool. Endlich. Wir haben mal welche bekommen davon. Das ist schön. Das freut mich. So. Den Laden einmal durchstöbern. Und einmal verkaufen ein bisschen was. Das brauche ich noch. Wir sind hier beim letzten Mal dann hier noch bei Tom Bombadil gelandet. Weil wir hier, glaube ich, für die normale Hauptquest hin mussten. Blutsteine brauchen wir mittlerweile, das weiß ich jetzt. Wobei ich mal am Überlegen bin, ob ich mal in mein Haus gehe. Hier mal die Sachen reinlager. Weil die doch ganz schön viel Platz wegnehmen. Ich glaube, das machen wir erst, wenn wir dann nach Brief fahren. Gehen wieder. Hier kommt man halt so schwer hin. Ah, und warte mal. Es gibt doch, glaube ich, noch einen neuen Code, den man einlösen kann. Oh, den muss ich aber ganz schwer einlösen. Warte mal, kopieren. So. Das Haus ist cool. Ja, das ist Bombadils Haus. Oder meinst du mein Haus? Mein Haus ist auch cool. Coupon-Code. Einfügen. Jo. Weiß nicht, ob Frisch das auch da ist, aber wenn... Gesundheit! Ich weiß nur nicht, ob Frisch das noch gehört hat. Oder ob er gerade wieder da ist. Ich, ja. Ja, mein Haus ist cool. Mein Haus ist echt cool. Tja. Also, wir sollen einmal Lilien sammeln. Lilien für Bombadil. Oder wahrscheinlich eigentlich für Goldbeere, gehe ich mal von aus. Ah, na doch. Wenn wir. Ah ja, hier müssen wir hin. Sammeln. Ich sehe das hier doch an. So. Sammeln. Und sammeln. Und wieder zurück zum Bombadil. Ich muss aber jetzt einmal noch kurz was gucken. Nee, Kampfoption war das. Aber das war noch nicht alles, was ich machen wollte. Das hier. Das hier. Das hier. Erstmal gucken, wo das alles überhaupt ist. Könnte sein, dass das hier ist. Eine Schicksalsanzeige. Warum? Induktionsanzeige, die brauche ich.
So. Hier wäre das, wonach ich gesucht habe. Bombardier? Bombardier? Ah, da! Bombardier! Ja, hörst du mal auf zu labern? Oder? Dong, long, dong, long. Hört ihr meine Lieder? Ja, tun wir. Weiße Lilien für die Tochter stärker als ein Hobbit, wenn ihr dem alten Weidenmann niedergesungen habt. Nicht eine Lilie geknickt, kein Blatt gebrochen. Der alte Tom ist ein lustiger Geselle. Wer weiß, wann er tanzen und wann er arbeiten muss. Er hat eure Vögel gefunden und nicht so früh. Wenn ihr sie finden wollt, dann geht jetzt los. Es sei denn, ihr wollt euch unter dem grünen Gras zur Ruhe begeben. Nee, eigentlich nicht. Schwarze Vögel flatterten umher und hüpften auf den Zweigen herum. Sie rasteten dann dort, wo die Rastlosen umhergehen. Vorsicht vor den alten Hügelgrippern. Die rühren sich, wenn sie eigentlich schlafen sollten. Geht auf dem Pfad nach Norden und folgt dem alten Hügelgräberstraße. Biegt dann nach Süden ab und bleibt innerhalb der Mauern der Hügelgräber. Entlang des Waldrandes. Dinglong, Dongelong. Und dort werdet ihr sie finden. Sucht nach der unglücklichen Dame. Und jetzt los, worauf wartet ihr? Tom muss jetzt auch schnell fort von hier. So, die Rhabarberstänge nehmen wir aber bitte einmal mit. Rhabarberstängelchen. Hier habe ich einmal noch. Aber so eine Geschenkdingens. Machen wir das einmal. Und das hier. Okay, das kann noch nicht benutzt werden. Auch okay. Da hinten müssen wir hin. Wie viele Bingo-Taler haben wir? 45. Weiß nicht, ob ich mir davon schon was kaufen kann. Beziehungsweise muss ich erstmal diesen Bingo-Abzeichen-Händler finden. Da ist so eine Quest. Wann denn der Schattenwarte auf mich? Hier haben wir eine Quest für mich. Sehr gut. Das war nämlich das, was ich gesucht hatte eben. Und zwar dieses Induktionsfeld. Und zwar sehe ich jetzt, wenn mich Gegner anvisieren. Also wenn ich die Akku habe. Ich habe mir gedacht, das wird für die Instanzen dann einfacher. Wenn wir dann soweit sind. So, wir könnten jetzt einmal zu dem Ding zurück. Wo auch immer er ist. Da! Juhu, und Stufe 23. Okay, da kann ich mir noch nichts weiter von holen. Schade. Thematische Aufgaben. Der Herbst ist da. Das Herbstfest. Das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir nachher noch. Unser Herbstfest.
Wenn man das Eisen ran. Und du, wo die Brüder können, was okay. Ach. Das vom Fest bitte einmal raus. Das Epos einmal rein. Da hast du Diener von Angmar, Gräberinkundschafter. Ach du grüne Neune. Ja, dann grillen wir doch mal ein paar Vögelchen. Und jetzt bist du dran. Das waren nur die. Oh, noch mehr Sachen. Okay, dafür müsste ich auch wieder zurück. Gehen einmal weiter. Was ist das? Alter! Ja, Mann! Wie kannst du mich und Doppelbock erschrecken? Das ist nicht fair. Die richtigen, die ich brauche? Ja. Du kleine süße Grabenholz. So, zwei Stück noch. So, bitte einmal Gift entfernen. Sehe ich hier? Vielleicht mit dem streunenden Schatten. Okay. Nehmen wir einmal wieder unsere Ziege. Und jetzt aber, glaube ich, erstmal wieder zu Bomb. Genau. Tom zurück. Das Silber. Ich brauche das Silber. Ich weiß noch nicht, ob wir heute das Crafting weitermachen. Zu Bummes, genau, zu Bummes. Wir könnten heute zumindest versuchen, den Meistergesellen zu kriegen. Jetzt mich. Versuch mal. Ion Steven. Halbtierchen. Ich brauche Zwiebeln. Ich brauche Zwiebeln.
Kann ich, habe ich irgendwie Auktionshaus, warte mal. Gibt es jetzt Zwiebeln? Und ich glaube, es ja leider keine Zwiebeln, nee. Es ist hier wirklich. Schade. Handwerkskunstrezepte. Nee. Okay, warte mal. Da. Frühlingsgerstenmehl. Nee. Ich weiß halt nicht, wo man die Sachen findet, ne? Jetzt wird es wieder richtig schreiben. Karottensuppe, das brauche ich leider nicht. Haben sie Pilze jetzt mittlerweile? Nee. Schade. Die haben nichts, was ich brauche. Hau mich mal kurz aufs Gesicht. Ich würde mich ja eher auf die Seite legen, statt aufs Gesicht. Nicht, dass du keine Luft mehr kriegst. Aber mach das. Muss ich doch tatsächlich im Wohnzimmer die Beheizung anmachen. Ja, es ist schon kalt, ne? Hier unten friere ich auch schon so leicht, aber es geht noch. Noch geht es. Ich muss echt mal gucken, wo ich diese Sachen herkriege zum Kochen. Weil alles kriege ich leider nicht. Soll ich zwischendurch mal nach dir sehen, Frisches? Also keine Angst, ich gucke jetzt nicht jede Stunde rein, aber so. In 2 Stunden soll ich dann mal nach dir sehen. Falls ich dann noch streamen sollte. Wahrscheinlich schreibt er jetzt eh gleich nein. Wenn weiß er, dass ich sowieso tue. Na klar. Du weißt, dass ich sowieso mache. Das ist dir bewusst, oder? Guck sowieso nach dir. Auch weil dir gehaut hat. Au, au, au. Gut. Das ist Höflichkeit, Kaya. Das ist Höflichkeit. Pure Höflichkeit. Scheiße, brauche ich nicht. Ich sag nicht, ich brauche. Lass uns zusammen singen. Große Hügelgräber sind nichts für schwache Herzen oder zartgliedrige Typen. Verdorbene Unholde und Herren des Bösen ergötzen sich an dem Schrecken, den sie über andere bringen. Den alten Tom haben sie nie erwischt. Und das wird ihnen auch niemals gelingen. Er ist der Meister. Wenn ihr gehen wollt, wird Tom euch führen. Du kannst den Ton ja ausmachen, Kaya. Dann hörst du Bombardier nicht mehr singen. Dong, long, dong, long, hört ihr meine Lieder. Na gut, stimmt auch wieder. Na gut, es sei denn, du wirst ins Voice kommen, aber nein. Weil da könntest du rein theoretisch. Aber so musst du Bombardier ertragen. Sing doch mal Bombardier, komm schon. Warte mal. Wenn ich jetzt noch mal rausgehe, singt er dann noch mal? Schade. Doch. Das war jetzt nur für Kaya. Hey! Willkommen zurück, Iris.
Ist ja wie wo, ich ertrage ihn. Mhm. Hoffe ich für dich. Oh mein Gott, auf die? Das ist ein cooler Name, auf die. Was ist denn da alles? Geschenk der Hochelben gewährt einen Bonus auf Charaktererfahrung bis zur Charakterstufe 105. What? Warum hat das sowas? Ich will auch. Charakterstufe 75. Der 30. Ich will das auch haben. Es ist nur kurz, aber kommt dann wieder. Okay. Nun, wie geht's, wie steht's? Bereit für ein paar Sprünge und über die Hügelgräber? Ihr lasst uns springen und ein Liedchen singen, um den dunklen Gestalten Furcht zu bringen. In den Tiefen von Othrongrot, dem großen Hügelgrab, wird eine unheilige Allianz geschmiedet. Sie könnte das Ende von Eriador bedeuten. Gönnt euch, Hybrid, gönnt euch. Ich muss einmal kurz was nachschauen. Ich wollte eigentlich was machen, aber ich glaube, das geht doch nicht. Ding jetzt hier ein bisschen rumspinnt. Doch, es geht. Tatsache. Okay, warte mal. Ich muss einmal kurz was gucken. Kann noch mal ein bisschen dauern. Kaya schon wieder auf der Suche nach Bier. Juhu, es geht. Was? Nee, es geht nicht. Aber warum? Warum auch immer das eben nicht ging. Oh mein Gott. Bezwingertaten sind vergünstigt. Oh mein Gott. Voll cool. Jetzt mal mit seinen beiden Beinen rein, nützt sie einen Kasten mit. Gasse bezahlt mit Bargeld oder Karte und gebe ich ihn nach Hause. Es ist für manche aber schwieriger als gedacht. Teilweise. Gott, ist das laut. So. Ich hatte doch jetzt hier neulich was gesehen. Geht gleich sofort weiter, keine Angst. Das einmal. Ich nehme immer zwei Kisten, sonst hätte ich da eine einseitige Belastung. Nur zwei? Du könntest auch gleich einen ganzen Bollerwagen mitnehmen. So, bitte nicht wundern, es geht sofort weiter. Ich muss ganz, ganz kurz was ganz Wichtiges nachgucken. So etwas, was ich nicht finde. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das hier. So. Und dann wollte ich noch etwas anders machen. Wenn man sich in dem eigenen Ding hier nicht ausrecht kennt, ne?
Okay, das andere lassen wir erstmal. So. Aber zurück. Tada! Juhu! Es ist da. So. Jetzt. Mal kurz gucken. Tada. Tada da 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 da. Juhu, es ist da. Ich hab mein Pferdchen. Ich hab mein Pferdchen. Ich hab mein Pferdchen. Wir haben noch 200 Punkte dafür gefehlt. Wir haben 200 Kackpunkte für dieses Pferd gefehlt. Hi. 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 Ich hatte keinen Bock zu sammeln. Hm? Ja, ich habe mir eben zusätzlich Punkte geholt, damit ich mir dieses Pferdchen holen konnte. Weil ich hatte ja ich habe ja mit einem anderen Schaden einige Bezwingertaten gemacht. Was heißt einige? In drei Gebieten, glaube ich, alle Bezwingertaten und alle Aufgaben vom Buch der Taten. Dann hatte ich ja vorher noch ein paar Pünktchen. Und mir haben aber 200 gefehlt. Und ich hatte heute keinen Bock, Bezwingertaten konsequent durchzuziehen. Deswegen habe ich mir eben zusätzlich welche geholt, damit ich mir endlich das Ding hier leisten kann. So, wo muss ich jetzt hin? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Da ist das große Hügelgrab. Vor allem, jetzt gehen wir in einen Dungeon, in dem man ja eigentlich immer mit einer Gruppe reingeht. In Troyes Rost. Ja, vor allem, ich habe ja nicht genug, ne? Ich habe ja das hier noch, aber das habe ich ja schon lange. Das hier. Und dann meine Event-Ziege. Aber das Gute ist, mein Obsidian-Ross, was ich jetzt habe, ist auch accountgebunden. Das heißt, ich kann es auf jedem Schau das Pferd mitnehmen. Man kann nie genug Mounts etc. haben, ja. Ich sowieso nicht. Ich sowieso nicht. Ich war erst am Überlegen, ob ich mir einfach nur die Petkatze hole. Aber da jetzt, glaube ich, gerade das Herbst-Event ist, wo man ja, meine ich, auch die schwarze Katze kriegen kann, will ich mir lieber die schwarze Katze holen. Statt eine Katze aus dem Shop zu holen. Aber stimmt. Einmal kann ich kurz hier. Das ist das Bezwinger-Ding. Nein! So. Wieso auch nicht, wenn es hier ein Event gibt? Ja. Ich meine, es gibt auch ein Event Mount. Aber ich weiß noch nicht, wie viel Zeit ich dafür habe. Ui, hi! Na, sitzen wir da gut? So, wir sollen dem Hexenkönig folgen. Dann einmal Heilung reinhauen. Also wenn es zu laut ist, ne? Sagt Bescheid. Ich mache sowieso schon mal ein bisschen leiser.
Wenn es eindeutig zu laut ist, dann sagt es bitte. Nicht, dass ihr hier angeschrien werdet und ich höre das nicht. Noch mehr. Wie sie einfach mal hinter mir plötzlich spielen. Okay, euch brauche ich tatsächlich nicht für eine Bezwingertat. Schade. Bei mir passt das dann gut. Ja, dann hoffe ich, dass er allgemein passt. Ein Schädeltor. Ich freue mich aber schon, wenn wir irgendwann mal alle zusammen in den Dungeon reingehen. Das wird schön. Hallo, tödlicher Grabunhold. Wir rocken den Dungeon dann. Ja, gerade du! Kannst du dich noch daran erinnern, als wir das letzte Mal hier drin waren, außerhalb dieser Instanz? Wo wir beide alleine hier drin waren. Diese Geschichtsinstanz geht ja immer noch. Der Sechsenkönig! Hexi! Okay. Weißt du? Herr der Nazgul, König. Und ich sag Hexi. Ich glaube, bei diesen. Ich habe ja jetzt so ein bisschen was am Interface geändert. Ich glaube, wenn die ihre gelben Attacken machen, also das, was der da jetzt macht, muss man, glaube ich, weiter weggehen. Weil das sind, glaube ich, die starken Attacken. Meine ich. Ich sage recht Zille. Wenn ich das in dem letzten Video da richtig verstanden habe, was mir da angeguckt hatte. Jetzt nehme ich ja nur ein bisschen was geändert habe. Mami, ich hab ein neues Pferd. Ich bin aber noch mal im Lurk und Affenpapier holen. Mach das. Und Glückwunsch, Kaya. Bringen wir jetzt mit. Mir auch! Wobei wir haben Limo-Bier, aber das kickt halt nicht so wie echtes Bier, ne?
Oh, das Hexi. Hexi, hallo. Ivar Bluthand. Skorgrim. Ach, diese Furcht vor der Nazgul. Oh, hi. In der Grabmuld. Sambrock. Warst du etwas shoppen? Oder ist das für dich zu gelaufen? Ja, ich war shoppen. Wir haben aber nur 200 Punkte gefehlt. Also, ich habe es mir fast komplett erfarmt. Aber ich wollte nicht mehr warten. Ich wollte es dann für die letzten 200 Punkte dann doch machen. Das hat mir dann eben gekauft. Limobier. Ich konnte nicht anders. Ich brauchte es. Es ist kontoübergreifend. Also jeder meiner Schafs kann es haben. Jeder. Wirklich jeder. Behalte mal dein Limobier. Weiß ja gar nicht, was hier entgeht. Puh. Wenn ihr eine Audienz wünscht, so möget ihr vortreten. Gut gemacht. Mein Meister schickt euch Grüße. Ich gewähre euch die Gunst einer Audienz, bevor ich euch töte. Euch scheint nach einem bestimmten Wissen zu dürsten. Also will ich es euch geben. Denn die Toten sprechen nicht, der Unhold kichert. Mein Meister sucht große Macht für den dunklen Herrscher. Doch der dunkle Herrscher hat noch weitere Pläne. Der blasse Zwerg soll gegen Norden gehen und eine Armee im Namen Angmas und des Hexenkönigs versammeln. Der Hagere, der für sich schon große Macht besitzt und dem ich diese Form verdanke, geht gegen Osten. Dort in Angmar soll er eine Macht erwecken, die schlafend im Wasser ruht. Mit ihr unter seinem Befehl wird der Himmel zu Blut werden. Und alle werden verzagen. Nun, nähert sich eure Audienz dem Ende. Der Tod erwartet euch. Ich habe es ja schon mal getrunken. Ja, ich weiß. Hallo, Masaki. Ich komme jetzt mal aus meiner Ecke raus, in der ich seit FF2 sitze. Ah. Du warst das kleine Wesen da hinten in der Ecke. Dann werde ich mal nicht so sagen. Also dazu zum Pferd, danke. Nee, ich habe mir wirklich alle Punkte da selbst zugespart. Aber halt auf die letzten 200 hatte ich jetzt keine Lust. Weil ich jetzt am Wochenende ja auch nicht da bin, um weiter Bezwingertaten zu machen mit den anderen Schafs. Beziehungsweise mit meinem anderen privaten Schaf. Und da dachte ich, komm, scheiß drauf, machen wir jetzt. LOL, der hat sich einfach mal wieder komplett hochgehalten. Was? Ja, der alte Tom. Dung, dung.
Aber der Thron ist cool. Guck mal. Ich will mir den mal näher ansehen. Also der Thron ist echt cool. Kann man sich da eigentlich draufsetzen? Geht das wie ein FF? Warte mal. Nee. Ja gut, wir sitzen falsch rum, aber passt schon. Na? Hey. Ah. Schon geil. Die dunkle Herrin auf dunklem Thron. In den Hügelgräbern, wo die Schatten drohen. Etwas unbequem, aber passt schon. Nein! Oh, egal. Dong long, dongelong, hört ihr meine Lieder? Was den Ärger wert? Habt ihr eure Lektion gelernt? Lasst den Toten ihren traumlosen Schlaf und wandelt selbst auf dem grünen Gras unter der Sonne. Und wir haben die Instanz beendet. Wir schön sein Willen muss leiden, oder wie war das? Jupp. In der Tat. In der Tat. Gott, ist das immer so laut auf dem Ohr, ey. Scheiß Jumpscare, ey. Ich weiß nicht, warum ich diese Not eingestellt habe. Der Weiße ist zum Hüter Mordors geworden. Er hat mich auf Orthanc festgesetzt. Gwai hier, der Herr der Winde, kam mir zu Hilfe und rettete mich von jenem verfluchten Turm. Hätte Streicher nicht Frodo und die Hobbits gefunden, wäre alles verloren gewesen. Etwas später, aber trotzdem noch. Warte mal, das Emote muss ich lange mal. Das genauso wie. Sitzen. Okay. Dong long, dong gelong, hört ihr meine Lieder? Oh, das ist gut. Die Finsternis liegt hinter uns in dieser feuchten, schrecklichen Gruft. Wir werden ans Tageslicht zurückkehren und uns wieder die Sonne aufs Gesicht scheinen lassen. Mist, ich habe nicht genug Platz. Das erste Mal, dass ich nicht genug Platz habe. Nur weil ich da so lange in dieser scheiß Idee drin saß. Ich hätte vorher noch mehr aufräumen sollen. Wir werden auf jeden Fall gleich mal zu meinem Haus eiern, damit ich hier die Gegenstände mal reinpacken kann. Hübsches Schwein. Ey, lauf nicht weg. Hübsches Marker-Ding hier. Hätte ich auch gern. Und ich habe gerade mal diesen VIP-Profi-Rahmen. Von Angmar sind die
sind alte Grabunheule gekommen. Sie stören den Frieden und bereiten allen Ärger, die über ihre Hügel wandern. Die Toten lässt man schlafen und ihren Ärger ruhen. Es sei denn, man tanzt ihnen praktisch auf dem Dach herum und weckt sie auf. Nun aber los, haltet euch nicht länger auf. Ihr solltet nach Bre gehen. Dort ist ein Freund von euch, der auf euch wartet. Yep. Aber vorher will ich mal nach Hause. Meine Schulterplatte. Einmal in mein Haus. Stimmt, dann seht ihr auch das allererste Mal mein Zuhause. Seht ihr das allererste Mal, wo ich wohne? Mein Haus. Verwaltung oder Einrichtung? Ich weiß. So in etwa, ja. Mal. Doch. Da habe ich hier einmal so einen Grabhaufen. Thank you.